Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt Patch of Titans. Wollen wir heute mal anzocken, nicht den Mehrspieler, nicht Community Server, wir wollen Einzelspieler machen. Ich habe noch nicht wirklich gespielt, aber wir waren im Einzelspielermodus schon drinne, also nicht richtig spielen, zeige ich euch gleich, eigentlich nur wegen den Sauriern und den Geräuschen. Wir haben auch Mods, da habe ich mich schon mal ein bisschen umgeguckt. Hier unten war, wo war das? Da, das ist doch eigentlich, ist das nicht der von Avatar? Nee. Alle Mods werden getestet, bevor sie freigeschaltet werden und von veröffentlicht. Ja, da haben wir halt hier Mods noch, die wir runterladen können. Mit extra Sauriern und mit Landschaft und hast nicht gesehen. Da habe ich mich noch nicht so beschäftigt mit den Mods, weil ich wollte es erstmal so. Ich hab, wie seht, ich hab nichts drin. Der ist nicht verheben, wie das aussieht. So, aber wir machen jetzt mal einen Einzelspieler. So. Wir haben auch nur Abenteuer. Also ich kann hier nichts ändern. Karte haben wir auch nur den Endpunkt und Einstellung haben wir denn hier noch. Wachstum, alles an. Verlieren Sie das Wachstum in den letzten Phase? Nö. Und das sind alles Anfische und so. So, Hosten. Und jetzt hier, also so weit waren wir. Also ich und meine Tochter. Und hier können wir jetzt Saurier auswählen. Wir können den jetzt drehen. Und wir können ihn auch brüllen lassen. Hier, den haben wir den gemacht, den Tiger da oben. Wir sagen jetzt einfach mal einen neuen Saurier machen. So, und da kann man sich dann jetzt hier welche auswählen. Gehen wir hier nochmal rauf. So. Allosaurus. Ich mach mal nur so durch, dass ihr das so ein bisschen sehen könnt. So. Kann man den hier irgendwie schreien lassen jetzt? Wie war denn das jetzt hier unten? Farbe, Muster. Jetzt männlich und weiblich auswählen. Dann kann man hier die Varianten auswählen. Dann haben wir hier verschiedene Farben, die uns dann unten vorgegeben werden. Und wir machen jetzt nochmal nur Farbe 1. Muster haben wir hier auch verschiedene. Ich fand das Muster eigentlich, was wir hatten, ganz gut. Das hier. Und dann haben wir hier bei Farbe 1, da können wir uns jetzt aussuchen. Wie ihr seht, es ändert sich nicht alles von der Farbe her. Eher die Schnauze und so in der Mitte was.
machen wir mal so rotbraun in Farbe 2. Können wir dann so grünlich machen. Farbe 3. Ich fand das eigentlich so weiß ganz cool. Farbe 4. Da wird es dann noch mal ein bisschen betont und so. Dann machen wir es mal der dunkle. Farbe 5. Das sind dann die Flecken. Die würde ich gerne dann eigentlich eher so. Ja, so lassen. Und dann haben wir noch die Augen. Kann man jetzt schlecht sehen. Welche Farbe die sein sollen. Da würde ich dann aber schon eher dieses grünliche lassen. Und dann haben wir hier noch dann die verschiedenen Muster. So. Und hier. Das sind so die verschiedenen Geräusche, die er macht, wenn was ist. Da richtet er sich auf. So. Und davon haben wir dann halt hier verschiedene. Hier ist hier zum Beispiel der Tyrannosaurus, Spino. Männlich, weiblich logischerweise. Und dann haben wir hier verschiedene Formen. So, den. Und dann hier. Finde ich ganz cool. Na und natürlich verschiedene Muster haben wir dann auch noch. Auch hier. So, Tyrannosaurus, Rex. Ich finde den eigentlich so ganz cool. Hier sieht man die Zähne nicht. Hier sieht man sie wieder. Und der auch ganz cool aussieht. So. Das ist der Allosaurus. Den haben wir dann auch noch in verschiedenen Formen. Wie gesagt, ihr könnt euch alle auch noch anpassen. So, hier waren wir. Ich würde sagen, wir nehmen einen. Wollen wir einen Spino nehmen? Mal gucken, wie der sich anhört vom Schreien her. Komm, wir nehmen mal einen Spino. Und den nennen wir Spino. Ne, war nur Spino. Spino. Da kann man auch Namen auswürfeln lassen. Wir gucken mal jetzt erstmal bei welchen. Ich hätte gerne das, aber ohne das dicke Ding am Schwanz. Speed und Defense. Dann nehmen wir den hier. So, Farbe 1.
Ich weiß nicht, welches ich da nehmen soll. Dunkel wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Farbe 2. Das sind die Flecken. Ja, die würden wir sagen, die machen schön grün. Die sind grün. Und die nächste Farbe ist der Rücken. Und so. Ah, das ist da vorne. Hätte gerne noch mehr Rot, aber okay. Nehmen wir Blau. Oder Aqua? Wir nehmen Aqua. So, dann haben wir die nächste Farbe. Das ist der Rücken. Dann nehmen wir das. Augen nehmen wir Blau und Muster. Zu viel. War nicht mal so schlecht. Wir lassen Muster 1. Würde ich jetzt mal so sagen. Hier sind noch mehr drin. Ne? Das sind jetzt die Pflanzenfresser. Dann nehmen wir ein Fleisch, oder? Dunklere. Ja, nehmen wir. So, dann sagen wir mal erstellen. Und das ist jetzt unser Baby-Spino hier. Dann können wir mit dem jetzt die Welt betreten. Und ich habe halt, wie gesagt, wir haben nur die Saurier ausgewählt. Wir haben uns gar keinen erstellt, außer den Tyrannosaurus. Und dann haben wir halt immer nur brüllen lassen, weil die Kleine steht, meine Tochter steht total auf Saurier. Ach, da hinten. Links ist der Magen, also unten in der Anzeige, wie voll er ist, also und rechts ist halt das Wasser. Wir müssen noch gleich Wasser trinken, weil das ist auch schon wieder alle.
können wir was nehmen. Trinkt er erstmal. Ausdauer, Sauerstoff, also Wachstum. Okay. So, jetzt nehmen wir das hier mal mit. Ja? Chat öffnen, Chat schließen. Achso, ja, da unten. Jetzt bin ich unten. Thank you.
Das hatte ich beim letzten Mal. Schließe die Questmenü-Tutorial ab. Naja. Müssen wir jetzt irgendwo hin? Im Questmenü kannst du aktive Quests annehmen oder Quests. Kannst du alle deine aktiven Quests und höher gehen können? Das Questmenü zeigt dir Aktivitätenquests. Ich war doch eben auch schon drin, aber warum hat er denn das nicht gemacht? Naja. Ich will auch nicht zu viel verraten. Verlasse Tutorial. Es ist eigentlich verraten, ja, das ist. Wir sind jetzt hier halt. So wie Ark Survive und andere Survival-Spiele, bloß dass da halt kein Mensch bist, der irgendwo survivalmäßig überleben muss, sondern ein Saurier. Wer ist denn der Dreckteil? Leck mich doch, ich muss doch was fressen. Jetzt haben wir einen.
mal ein bisschen was mit rum. Also meine Tochter liebt es. Also wir haben ja, wie gesagt, wir waren nur in der Höhle, also praktisch Saurier, und dann wollte sie halt mal sehen, wie er rumläuft, und halt mit dem, so teilweise Tutorial mit dem Tyrannosaurus gemacht. Ich sehe jetzt erst einmal die Landkarte, sieht richtig geil aus. Und das war aber nur einmal, und sonst immer nur Saurier machen, Saurier machen. Und dann hat sie sich halt einen Saurier ausgesucht, und dann da ist am nächsten dran. Also es leben hier schon mal andere Saurier. Wir haben ja jetzt ihn gefressen, also werden es auch größere noch geben. Da wird es auch noch größere geben. Und wir wachsen ja auch noch. So, da kommt jetzt noch so ein Ding. Da hinten ist erstes. Das ist doch das, wo das Vieh eben rauskam, oder? Nee. Das ist was anderes. Sagen wir, sind wir ja schon ein Stück größer geworden. Und die Zeichnung hat sich, glaube ich, auch ein Stück geändert. Na klar. Hallo? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin rangegangen, war weg.
Geh mal hoch, gucken wir das. Ach, geht das? Jo. Ja. Steigentemperatur 37,1. Ja. Und dann komme ich hoch, dann kann sie mich nochmal ankotzen. Ich komme. Ich komme trotzdem gleich nochmal. Ja, ich bin gleich fertig mit dem Video und dann komme ich hoch. Ja, ich bin okay fertig. Ja. Nein. Ja, ich weiß. Schatzi, ich nehme gerade auf. Gleich. Ja, ich weiß, reden wir gleich. Bin gleich oben und dann quatscht mir trotzdem noch zu. Willkommen bei der Wohnhöhle einrichten. Passe deine Wohnhöhle durch Wohnsteine an. Deine Wohnhöhle ist einzigartig für dein Dinosaurier. Kaufe die Dekoration mit Marken oder schalte sie frei, indem du Quests abschließt. Erweitere deine Wohnhöhle, indem du ein schaltest. Platziere oder lagere Dekorationen in deiner Wohnhöhle. Ciao für schöne Räume. Setze deine Wohnhöhle auf die Standardeinstellung zurück. Okay, also wir können unsere Wohnhöhle auch dekorieren. Ich habe 272 Münzen jetzt gekriegt, weil ich ein paar Quests abgeschlossen habe. Hier sind ein paar Sachen. Nee, die sind nicht gratis. Die sind aber auch dementsprechend teuer alles hier. Kaufen. Wie kann ich denn noch weiter ausbauen? Oh, da muss ich aber ganz schön questen. Ne? Dekoration platzieren. Dekorationslager leer. Also Dekoration habe ich nicht. Hier können wir dann die Räume anpassen. Kosten Tausender. Dekoration. Also Knochen würde ich gerne haben wollen. Machen wir das hier. Kaufen. Unsere erste Dekoration. Also ist noch alles ein bisschen trist. Aber das wird schon, würde ich sagen.
dann würde ich sagen, jetzt nach 35 Minuten reicht auch. Ich wollte ja nur kurz anzocken. Wie gesagt, ihr könntet auch online spielen. Mit Freunden zusammen, also wie Ark Survive und sowas alles. Ich habe es noch nicht gemacht. Den Weg ohne testen. Es werden auch noch DLCs kommen. Ich wollte jetzt mal speichern. Ausloggen. Ich hoffe, der hat jetzt gespeichert. Ja, der hat gespeichert. Mal nochmal zurück. Ausloggen. So. Und da habt ihr dann praktisch hier mehr Spieler noch. Dann Community Server, Upgrades. Verschiedene Bündel. Jurassic. Da sieht man, welche Saurier denn hier drin sind. Hier ist das große, sieht man dann, dass dort alles drin ist. So, dann haben wir hier die Skins. Wie gesagt, die Mods habe ich euch ja schon gezeigt. Und dann könnt ihr aber hier. Ne? Also bei mir wird jetzt hier nichts weiter angezeigt, weil ich. Bei mir wird irgendwie nur Beta irgendwie komischerweise angezeigt. Warum auch immer. Deluxe Gründerpaket. Kann man sich hier das Deluxe Gründerpaket angucken? Und was alles drin ist. Ich spiele auch die PS5-Version. Es gab nicht bis vor kurzem nur die PS4-Version. Und jetzt gibt es halt auch die PS5-Version. 2000 Münzen. Hier gibt es 5000 Münzen. Und hier kann man sich dann halt die Münzen kaufen. Ich wollte es eigentlich euch direkt im Store zeigen, aber dann muss ich dann halt hier drüber gehen. Hier 6000 zum Beispiel für 100 Noppert oder halt hier 300. Und dafür könnt ihr die dann halt hier alle kaufen. Wir werden auch demnächst nochmal den Mehrspielermodus und den Community-Server testen. Mal gucken, wo wir da hinkommen und wie es ist. Jetzt würde ich mich erstmal für das Angezockt bei euch verabschieden. Wie gesagt, ihr seht ja mit Kamera. Wieso ist denn eigentlich mein Ding so dunkel, meine Kamera? Die muss ich nochmal neu einstellen. Es hat keinen HDR-Modus. Also das Spiel hat kein HDR. Ist 4K, also PlayStation 5 optimiert, aber halt ohne HDR. Auch hier bei den Einstellungen. Wir haben hier Musik. Musik habe ich ziemlich weit runtergefahren. Ja, ich habe hier alles an.
Ihr Crossplay hat's auch, also ihr könnt halt auch mit Besitzern der Xbox zusammenspielen und so. Hier haben wir denn das Soziale, da könnt ihr auch euch einstellen, wie ihr wollt. Steuerung, die könnt ihr euch auch anpassen. Könnt ihr die Knöpfe komplett vertauschen und sowas alles. Also, da ist halt, sind euch keine Grenzen gesetzt. Ach, jetzt bin ich hochgegangen. Naja, okay. Ich weiß, es ist ein schönes Spiel. Die Saurier sehen gut gestaltet aus. Gut, da sind nur Skins mit bei, die Mods mit bei, die passen da nicht rein. Aber so, die normalen Skins sehen cool aus, passen. Auch die, wie man die Saurier so ein bisschen anpassen kann. Mit hoher Stirn, kleine Stirn, dicken Hals, Käse und dicken Hals, was weiß ich. Finde ich, ist gut gemacht. Und meine Tochter freut sich riesig, wenn einfach nur den Saurier sehen, im Kreis drehen. Und den brüllen lassen. Und wie gesagt, mit dem Tyrannosaurus waren wir ja in der Höhle und sind ein bisschen auf und abgelaufen. Die hat sich riesig gefreut, den zu sehen. Also, die ist jetzt 3, die wird jetzt im nächsten Monat 4. Die hat sich riesig gefreut. Also, das hat ihr Spaß gemacht. Die will auch nicht selber spielen, will einfach nur zugucken. Einfach nur gucken, wie er sich so ein bisschen bewegt und dann halt wie sie brüllen. Da ist die komplett zufrieden. So, aber nichtsdestotrotz verabschiede ich mich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.